Hallo meine lieben treuen Fans, in diesem Video möchte ich mal ein bisschen näher auf meine Internetseiten drauf eingehen, die ich so benutze. Let's go! Und dazu starte ich jetzt meinen Lieblings-Internetbrowser Opera, den ich momentan am liebsten benutze. Den kann ich euch nur echt sehr empfehlen, weil er tut immer die Werbung blockieren und dadurch habt ihr auch ein richtig schönes Interneterlebnis. Genau, dadurch macht Internet am meisten Spaß. Meine Lieblings-Shopping-Website ist Amazon. Die sind sehr seriös und wenn man alles richtig macht, wird man echt die beste Shopping-Website ever. Und die liefern immer sehr zuverlässig. Also ich kann sie euch nur sehr empfehlen. Ja. Meine Lieblingssuchmaschine ist Google. Ja, Google hat eben meine Lieblingssuchmaschine. Ja. Dann wäre noch die KI-Website Gamma. Die kann ich euch auch nur sehr empfehlen. Da gibt einfach nur in der Adressleiste einfach gamma.app ein. Dann seid ihr auch da, ganz einfach. Mit der könnt ihr halt eben Publikationen erstellen, also Präsentationen auf Deutsch gesagt. Und auch Bilder und auch Websites. Also ich habe ja momentan ganz gerne Bilder damit generiert. Anbei. Anfangs habt ihr 500 Credits zur Verfügung, aber da ich schon mittlerweile schon ein Bilder schon generiert habe, bin schon mittlerweile bei 400 Credits gelandet. Also, weil es macht einfach echt total großen Spaß mit Bilder zu generieren. Genau. So, jetzt gehen wir zu meiner anderen Lieblingswebsite von mir. Die heißt Gemini, oder Gemini, wie es gesprochen wird. Dann gibt einfach in der Adressleiste ein gemini.google.com/app. Das ist echt total echt praktisch. Damit könnt ihr Webseiten zusammenfassen und auch Gedichte generieren. Wie zum Beispiel Liebesgedichte zum Beispiel. Oder Lebensläufe oder auch Kündigungen. Oder euch bei Hausaufgaben helfen lassen und noch vieles mehr. Also ich kann auch diese Webseite euch nur empfehlen. Auch diese Webseite werdet ihr lieben. Genau. So. Jetzt gehen wir auf die Webseite WinFuture. Da gibt es einfach nur ein www.winfuture.de, winfuture.de, winfuture gesprochen. So, da bekommt ihr auch regelmäßig auch News über Windows und auch Technik und vieles mehr. Und an der Seite bekommt ihr auch regelmäßig auch neue Downloads. So einen neuen Loot, wo ihr euch runterladen könnt. Der wechselt auch regelmäßig. Ich stehe gerade an dieser Stelle gerade eben. Auch mein Lieblingsloot, Ayube Treiber Booster, wo ich euch auch mal irgendwann mal gezeigt habe in einem meiner Videos. Das ist nebenbei. Null. Bei der hier. Da habe ich den damals mal her. Nebenher bemerkt. So,
immer auf meine andere Lieblingswebseite, natürlich YouTube. Und ja. Mein Kanal. Hallo, meine lieben Freunde. Hallo Jens. Ich bin selber Hallo sagt Mel. So, jetzt gehen wir immer ins YouTube Studio. Und hier sehe ich, und in meinem YouTube-Studio sehe ich einfach alles, was ihr so macht. So, die Inhalte, wo ich schon gemacht habe, und die schwarzen Livestreams von mir, meine Videos, meine Shorts. Livestreams. Das ist meine Playlist, an denen ich momentan ab und zu mal, an denen ich momentan ab und zu mal dran bin, wenn ich mal Lust und auch Zeit dafür habe, mal genau. Eine Podcast, wenn ich will, kann ich auch mal Podcasts machen. Also kann ich auch machen, wenn ich mal möchte. Also sprich mit euch Podcasts machen und so rum. So, und hier eben Werbung. So. Und jetzt gehen wir in die YouTube Analytics. Oh ne, hier die Übersicht halt eben. Inhalte. Also, wie gesagt, ich sehe einfach alles. Ja. So gelangen Zuschauer auf zu den Videos. Also, ich sehe einfach alles. Ja. Ich sehe hier den, wie ihr zu meinem YouTube-Kanal kommt. Ah ja, sehr. Da seht ihr aber, dass ihr Sachen mit Alexa doch eigentlich auch gern sieht. Ich sehe aber auch, anscheinend auch gerne auch Kochvideos von mir, seht ab und zu mal. Okay, cool, okay, freut mich. Okay, Tutorials guckt ihr gern vom letzten Ukraine. Aber ich sehe schon, anscheinend seht ihr von mir gern Kochvideos. Bereich Zuschauer, also sprich euch meine lieben, euch meine lieben Zuschauer. Ich sehe einfach alles. Ach ja, ich freue mich. 1, 2, 3, gute Laune. Der Erstellung auch gucken, wenn ich mal ganz grell sein will. Naja. Ja, okay, nee. Lieber letzte Ausschuss, sonst zu komplex, sonst.
Videos, Shorts. Abonnenten, okay, das sehe ich auch. Abonnenten bei 61,3%, also ohne Abo. An alle an die Nutzer ohne Abos, gebt euch Mühe, mal ein bisschen euch anzugleichen an die Abonnenten. Wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Dass ihr Nutzer, ihr, die Nutzer ohne Abo, dass ihr euch an die Abo, an meine lieben Abonnenten euch angleicht. Wünsche ich mir jedenfalls zumindest heimlich. Lul. Ja, dann kommen wir bei Alter und Geschlecht drin. Also, ein Teil mehr Jungs als Mädels, aber Mädels, haltet euch ran, dass ihr auch, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch ranhalten, dass ihr auch mehr werdet. So. Sie dürfen also auch gern, mehr Mädels auch gerne, sich gerne meine Videos auf YouTube gerne angucken. Also, ihr meine lieben Mädels, ihr dürft euch auch gerne meine Videos angucken. Genau. Es darf sich jeder sich gerne meine Videos sich angucken. Mädels als auch Jungs. Genau. So, jetzt mal, gib mir in die Kommentare. So, so mal sein, finde ich. So, hier sieht man, sehe ich die Kommentare, wo ich veröffentlicht habe. Und die zurückgehalten. Ich habe das mir so eingestellt, dass ich die Kommentare, wo ihr mir schreibt, erstmal angucke. Wenn es mir gefallen tut, tu sie gern veröffentlichen. Und auch, wenn ich möchte, auch darauf antworten. Das Urheberrechtkram da drin und Einnahmen. So, ich glaube, das interessiert euch auch, glaube ich. Zusätzlich muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein. So. Hier muss man auf 3000 kommen und bei öffentliche Kurzvideoaufrufe auf 3 Millionen. Und dann sind noch weitere Voraussetzungen. Damit ich halt eben Einnahmen machen kann. Auf 1000 Abonnenten. Und dann bei Wiedergabezeit auf 4000. Kurzvideoaufrufe 10 Millionen oder so. Ja. Gehen wir weiter. Da anpassen. Und ja, da anpassen kann man halt eben, da kann ich meinen Kanal eben an Kanal so anpassen, wie ich Lust habe. Das ist auch für Leute ganz interessant, auch die selber gerne YouTuber werden wollen, auch nebenbei bemerkt. So, die auch YouTuber werden möchten, da empfehle ich euch, macht euch ein Titelbild und auch ein Profilbild, damit euch jeder erkennt und auch wiedererkannt werdet. Den Namen und ein Alias und dann eine Beschreibung. Und dann eben noch hier ein paar nette Sachen. Und dann
der euch mit Abonnieren ganz einfach klappt, macht euch dann auch hier noch macht euch ein Wasserzeichen hin. Am besten, damit die, die euch abonnieren sollen, es möglichst einfach haben, macht das Wasserzeichen am besten gesamtes Video. So als Geheimtipp von mir an euch, die auch YouTuber werden wollen. Wobei ich mir auch manchmal wünsche, dass auch das hier in meiner Hometown auch gerne weitere YouTuber entstehen dürfen. Würde ich ja cool finden, dass hier in Dreisa auch mehr YouTuber entstehen. Also sprich auch Leute, die auch gerne YouTube oder besser gesagt YouTuber werden. Ja, cool. Würde ich ja cool finden, ja. Damit wir YouTuber mehr werden. Also ich würde es auch cool finden. Das ging mir auch ab und zu durch den Kopf. Okay, jetzt weiter. Dann können wir die Webseiten wegklicken, die ich schon gemacht habe. Schon gezeigt habe. So. Und jetzt sind wir hier bei Deskmodder. Da wird auch wieder alles rund um das Thema Windows, Windows 11 und Windows 10, weil ich ja ein Windows 11 User bin. Ich verwende gerne Windows 11, aber das, ich glaube, das wisst ihr mittlerweile ja schon. Und jetzt auch verschiedene Themen zu ganz vielen verschiedenen Programmen und auch viele andere interessante Themen, die ihr euch auch angucken solltet. Genau. Und anbei, jetzt zeige ich euch auch mal, wo man sich schön kostenlos sich auch die Windows 11 ISOs sich runterladen kann. Zeige ich euch auch mal an dieser Stelle. So, also mit da. Für alle, die sich die aktuelle Windows 11 ISO runterladen möchten, geht dann hier auf diesen Button hier. Oder die Testversionen machen von Windows sich runterladen wollen, gehen auf diese. Also ich empfehle euch, ladet euch lieber die finale Version. Also sprich Retail RP Version lieber herunter. Das ist die finale Version, wo dann fertig programmiert ist, die auch fehlerfrei ist. Dann habt ihr keine Probleme mit Windows 11. Und es wird auch regelmäßig aktualisiert. Genau. Zum Beispiel die aktuellste Version ist ja Windows 11 24H2. An sich muss ich ja die Windows 11 Pro. Momentan habe ich auf meinen USB-Sticks die ESD, also wo alle Versionen drin sind. Da muss ich auch nicht mehr wenn ich Windows mir neu installiere, immer Windows 11 Pro immer auswählen. Aber wenn es wieder demnächst eine neue Version gibt, werde ich lieber dann wieder direkt auf Pro wieder mir auswählen, damit es ein bisschen wieder einfacher. Und woher man weiß, was für eine Windows-Version man hat, zeige ich euch mal ganz kurz, weil ich meine, das ist ja auch mal schnell mal eben. Da geht ihr in die Einstellungen, System, dann hat ihr Info, dann könnt ihr hier schön nachgucken,
in dem Bereich hier. Könnt ihr nachgucken, was für eine Windows-Version ihr habt und ihr euch entsprechend euch runterladen müsst für eine erfolgreiche Windows 11 Neuinstallation. Als Geheimtipp von mir. Was ist denn nebenbei? Und ja, wenn ihr es auch möglichst schön einfach habt, verwendet am besten Rufus. Das ist am einfachsten, damit sich eine Windows 11 USB-Stick-Installation sich zu erstellen und ja, um sich einen Installationsstick für Windows 11 zu machen. Kann ich euch nur Rufus nur sehr empfehlen. So, jetzt. Ja, dann bin ich, was ich auch ganz gerne momentan benutze, ist halt eben Facebook. Ich benutze gerne Facebook. Da bin ich auch ab und zu finden. Und bei Facebook an Apps habe ich da halt eben Erinnerungen. Da ist auch jeden Tag neue Erinnerungen. Nur was ich halt eben manchmal krass finde von Facebook, dass Facebook manchmal Beiträge einfach so mir nichts, dir nichts, einfach so wegradiert. Ohne uns User, also sprich auf Deutsch, uns anwenden zu fragen. Aber naja, okay. Aber ich verzeih's den Programmierern von Facebook. Ja, Zelda ist aber cool. Okay, so. Ich muss wieder ausloggen. So. sonst wird es wieder zu lang wieder. Wenn ich auf Facebook rumhängen will. Ach ja. So, und ja. Mein Postfach, ich benutze in erster Linie bei dem Freenet. Und was ich auch noch sagen möchte, ist, Freenet ist kostenlos. Und ich kann es euch nur sehr empfehlen. Und ist auch echt einfach zu bedienen. Ach, hui. Weil ich mir gerade mal mein Postfach einmal ausleeren, mal eben gerade. Das ist ja nur Spam und so. Wenn es Spam ist, weg mit. So. Und
da gibt es auch immer regelmäßig News, also immer aktuelle Neuigkeiten zu allen möglichen Themen. Da gibt es auch regelmäßig Updates, also Info-Updates. Jo! Noch ganz gern zeigen. Nehmen wir hier Human, YouTube mit Rekon werde ich euch auch schon gezeigt und den YouTube Song Download habe ich euch auch schon gezeigt in meinen älteren Videos. Jo. Wenn ihr noch anderes in Sachen PC noch gerne wissen oder sehen möchtet, könnt ihr mir ja gerne auch in den Kommentaren gerne mir sagen und noch schreiben. Genau, jo. Das wäre soweit und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ja, ciao.